Ach komm, da hinten kommt er, bist der Typ hier, das kannst du dir noch ein bisschen was erzählen. Was ich mich ja frage, also wenn ihr gut spielt, habt ihr ab einer bestimmten Bekanntheit so einen Heiligenschein über dem Kopf und manchmal schwirren so ein paar Lichtschmetterlinge um euch? Ja, Moment. Und ja, ich bin mal gespannt, was da ist, wenn bei dem Bösen jetzt, was da dann kommt. Und wir haben auch noch so ein paar Emotions, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Also wir können hier mit den Leuten interagieren, zum Beispiel können wir lachen oder wir können hey, flirten oder wir können hoi, hoi, du da, tanzen oder wir können einen fliegen lassen. Und rülpsen können wir auch. Also da gibt es noch mehr, aber ja, das sind so die Grunddinge, die wir von Anfang an haben. Ihr Klar habt wollen wir einen unsere Willenskraft nach den testen. ersten Wirken eines Blitzes. Wisst ihr, es gibt einen speziellen Preis für 1 plus Schüler. Genau. So, und dann stellen wir uns hier mal auf und da drehe ich mal ein Stück. Ja, Moment. So. Und go. Na, wir sehen an. Scheiße. Wir sehen doch an. Mann, das hat mich jetzt voll die Zeit gekostet. Jetzt kriege ich bestimmt wieder keinen. Ich kann ihn nicht anvisieren. Doch, jetzt. Gut getroffen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht Gut gut. getroffen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Echt erstaunlich. Oh, doch. Verdammt. 1 plus. Der Gildenmeister befahl, die Gegenstände den Besten der Willenskraftprüfungen zu geben. Willenskrafttrank. Wiederbelebungsfiole. Ich habe noch keinen Yeah. besseren als euch gesehen. Ja, ich auch nicht. So, oben in dem Herz, oben links, seht ihr jetzt ein 1. Das ist, wenn wir sterben, stehen wir direkt wieder auf. Da zerbricht dann so eine Wiederbelebungsfiole und wir können direkt loslegen wieder. Und ja, je höher die Zahl, desto Das mehr war echt egal. Wiederbelebungsfiolen haben wir halt einstecken. So, und dann gehen wir mal zu Whisper. Los, gehen wir Käfer jagen. Ich folge euch in den Wald. Jo, dann los, los, ab in den Wald, Purzelbaum. Also das sind so Sachen, die müsst ihr Das nicht machen, die Käfernest könnt ihr ist machen. ganz dort oben auf dem. Wartet, habt ihr das gehört? Es kam von da drüben. Ja, Räuber. Räuber, wenn wir doch nur über diesen Bach kämen. Warum benutzt ihr nicht euren Bogen oder den Blitzzauber, den euch der Gildenmeister beigebracht hat? Ich heile eure Verletzungen. Ja, wir nehmen natürlich den Bogen. Und Headshot. So, man kann Leuten den Kopf abschießen. In diesem Spiel für 12-Jährige. Ah, du Sauser. Geht in sein. Wechselt er die Deckung. So. Ja, Erfahrungen, so bekommen wir Geschafft! dadurch keine. Die haben vielleicht dumm aus der Wäsche geschaut. Genau. Wenn das der Gildenmeister erfährt. Und sie rennt weg. Was ist denn mit den Käfern? Wir wollten noch Käfer jagen. Ja, hat uns nicht wirklich was gebracht. Hier an den Blubberblasen können wir später angeln. Wenn wir denn dann angeln können, beziehungsweise wir eine Angel haben. So, aber ansonsten gibt es jetzt hier nichts mehr, gell? Ich war dann nie wieder hier oben, so großartig. Nö. Gut. Dann gehen wir auch mal zurück zum Gilden-Chief und werden unseren abschließenden Test beginnen. Um dann ein Held zu werden. Ein Held von Albion. So, wir haben die ganze Nacht durchtrainiert und durchgemordet. Das war gut geschossen. Ja, hör mal. Hab ich gehört. Deswegen, Morgenstund hat Gold im Mund. wer hat das gesagt? Ja, er ist jetzt grün. Ich weiß gar nicht, was er Oh, ist. diese elenden Vögel. Kann nicht mal jemand helfen, sie loszuwerden? Vögel loswerden? Nö, das ist bestimmt eine gute Tat. Mach das alleine. So. Gildenmeister ist im Kartenraum. Genau da. Moin, Chef.
möchte ihr eure Jugend hinter euch lassen und mit dem letzten Training beginnen. Also ich mache jetzt hier die Nebenquests echt nicht. Wir machen jetzt direkt weiter. Der Junge erlernte die Fertigkeiten schnell, aber immer gab es noch mehr zu lernen. Jahrelang war die Gilde sein Heim, seine Schule und sein Leben. Doch während der ganzen Zeit dachte er immer wieder an die Welt dort draußen. An das Leben, das er verlor, an die Familie, die ihm entrissen worden war. Schließlich blieb nur noch der letzte Tag der Prüfungen. Ein Erfolg wäre das Ende seiner Ausbildung. Er bekäme das Gildensiegel und wäre frei, sein eigenes Schicksal zu schmieden. Er würde ein Held sein. Bevor ihr den Abschluss macht, müsst ihr eine letzte Prüfung absolvieren. Geht in den Gildenwald und zum Baumstamm auf der Hügelkuppe. Dort wird euch die Prüfung enthüllt. Viel Glück. Jo, nochmal ganz kurz ein paar Fragen vorweg zu nehmen. Und zwar, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Aber ist jetzt für mich auch das Böse erstmal kein wirkliches Blind, da ich ja schon, ja, sagen wir auf 60% gut gespielt habe. Nur, was man hier als Böse, also alles Böses machen kann, weiß ich noch nicht so ganz. Aber das werden wir herausfinden. Und das Matze! Dich, wie du die letzte Prüfung bestehen sollst, stimmt's? Nein, ganz nicht einfach. Wirklich. Du musst anwenden, was du im Training gelernt hast und mich besiegen. Das Schwert als erstes. Triff mich, wenn du kannst. So, und er hat sich hier runter teleportiert. Komm her, Mace. Nach jetzt teleportiert er sich wieder. Nein, er hat sich weiter runter teleportiert. Du wirst immer besser. Komm schon. Sehr gut. Jetzt schießt mit dem Bogen auf. Jo, mach ich. Mehr Wut. Oh! Getroffen sogar. Nochmal getroffen. Wusste gar nicht, dass man ihn treffen kann. Achso, noch einmal. Zacka! Ausgezeichnet. Und zu guter Letzt wirkt Blitz auf. Wo ist er hin? Da hoch. Matze, nimm dies! Das reicht. Ja, gar nicht übel für einen Neuling. Du wirst Kämpfe ausfechten, die schlimmer sind als dieser. Jo. Doch du hast den letzten Test bestanden und bist bereit, vom Gildenmeister das Gildensiegel zu bekommen. Oh mein Gott, wir bekommen das Gildensiegel. Und wir können ja jetzt hier mal kurz gucken. Heldenstatus, Persönlichkeit. Und wir sind immer noch 18, also ist noch nicht so viel Zeit rumgegangen. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Gildenmeister. Dem alten Sack. Und empfangen das Gildensiegel. Seid dabei, wie es mir zeremoniell überreicht wird. Das ist der große Tag, Junge. Ich erinnere mich an den Abend, als ihr zu uns kamt. Und seht euch jetzt an. Ja. Maces Vertrauen in euch hat sich gelohnt. Folgt mir jetzt. Die Abschlusszeremonie findet in der Schicksalskammer statt, dem ältesten Bereich der Gilde. Lasst die Lehrlinge vortreten. Donner ist dabei, Matze ist dabei. Viele Jahre habt ihr hart daran gearbeitet, euch den Titel Held zu verdienen. Heute endet eure Ausbildung und ihr werdet in die Welt entlassen, um große Taten zu vollbringen. Taten, die euch den Dank Tausender einbringen werden oder sie mit Furcht erfüllen. Dies sind böse Zeiten. Die Schatten von Albion wachen auf und seltsame Dinge geschehen. Eure Entscheidungen, ob in guter oder böser Absicht, werden den Lauf der Welt verändern. Nehmt jetzt eure Gildensiegel und zieht hinaus als Held. Ja.
Es wird Zeit, uns zu verlassen, Jüngchen. Aber ihr seid immer noch ein fester Teil der Gilde. Auf dem Kartentisch findet ihr Informationen zu allen Quests, die die Leute von Albion von Helden ausgeführt haben möchten. Kommt regelmäßig her, um all eure Erfahrung in neue Fertigkeiten umzuwandeln. Nur wenn ihr das regelmäßig tut, kommt ihr als Held voran. Tretet ins Licht, dann zeige ich euch, wie es geht. Genau. So, hinter uns diese Plattform, dort können wir... Zuerst müsst ihr das Gebiet wählen, auf dem ihr vorankommen. Ah, ihr habt Stärke gewählt. Ja, das müssen wir uns leider anhören. Ihr könntet ein großer Krieger werden. Benutzt eure Erfahrung aus dem Nahkampf, um Körperbau, Gesundheit oder Zähigkeit zu verbessern. Trefft jetzt eine Wahl. Ja, Moment, wir machen das anders. Wir hören uns jetzt erstmal alles an. Ah, ihr habt eine Fertigkeit gewählt. Ihr könntet ein Meister im Bogenschießen oder ein heimlich agierender Schurke werden. Benutzt eure Erfahrung aus dem Distanzkampf, um Tempo, Zielgenauigkeit oder List zu verbessern. Trefft jetzt eine Wahl. Jo. Ah, ihr habt Willenskraft gewählt. Ihr könnt ein mächtiger Zauberanwender werden. Benutzt eure Erfahrung aus dem Magiekampf, um neue Zauber zu lernen und bereits erworbene zu verbessern. Wählt einen der Zweige der Magie. Genau. So, wie ihr jetzt hier seht, wir haben Willenskraft, Fertigkeit, Stärke und allgemein. So, ich werde das Ganze als Krieger spielen, also Nahkämpfer, deswegen werde ich in Stärke gehen. Also alles, was ich an Allgemeinpunkten habe und Stärkepunkten habe, natürlich werde ich in Stärke setzen. Und Fertigkeit und Willenskraft werde ich dann natürlich auf die jeweiligen Bäume noch verteilen. Und wir gehen jetzt erstmal Stärke. So, hier können wir jetzt Körperbau skillen, Gesundheit skillen und Zähigkeit. Zähigkeit, wir stecken weniger Schaden ein, wir haben mehr HP und wir teilen mehr Schaden aus. Deswegen setzen wir erstmal, ich habe 600, ne, wie viele Punkte habe ich? Ja, knapp 700, wir können also... Körperbau ermöglicht euch, mehr Schaden im Nahkampf zuzufügen und schwerere Waffen zu tragen. Ja, ist doch gut. Und ich werde... Wählt jetzt den Zauber, den ihr lernen möchtet. Also ich werde hier auf jeden Fall anzünden skillen, da das meiner Meinung nach einer der besten Zauber ist. Ja, kann ich aber momentan noch nicht. Also Blitz werde ich nicht skillen. Und da unten seht ihr auch, wir brauchen später verdammt viel Erfahrungspunkte. Aber jo, das kriegen wir hin. Dann haben wir natürlich noch körperliche Zauber wie körperlicher Schild, Berserker, Leben heilen. Geisterschwerte werde ich auch auf jeden Fall skillen. Und dann können wir auch noch hier Zeit verlangsamen, werde ich dann auch einskillen später. Jo, hier können wir noch nichts skillen. Von daher, da wir momentan nichts mehr skillen können, außer vielleicht... Nein, wir können nichts mehr skillen. Ich kann euch nicht mehr viel lehren, aber ich werde immer für euch da sein, solltet ihr Rat benötigen. Und mit Hilfe eures Gildensiegels können wir jederzeit miteinander sprechen. Ihr werdet merken, dass es blinkt, wenn ihr genug Erfahrung zum Ausgeben habt. Ich habe euch die Grundlagen gezeigt. Das sollte für eine Weile genug sein. Ist es auch. Und jetzt wartet eine ganze Welt auf Erkundung. Richtig. Ihr habt euer Training erfolgreich abgeschlossen und die Aufnahmeprüfung zum Helden bestanden. Wiederbelebungsfiode, wir haben eine Lampe bekommen, Gesundheitstränke, Willenskrafttrank, Apfelkuchen, damit können wir uns heilen, ja, ein bisschen extra Bekanntheit, ein bisschen Erfahrung, die wir ja gerade schon ausgegeben haben. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Genau, und jetzt haben wir dann hier, haben wir dann Quests. Und zwar haben wir dann hier, die goldenen sind die Hauptquests, das sind sekundäre Quests. Und dann gibt es noch ganz andere, ja, Nebenquests quasi. Wir werden das jetzt allerdings noch nicht annehmen. Wir gehen jetzt erstmal gucken. Ich weiß nicht, es ist Tag, von daher müsste der Händler hier da sein. Genau. Ich möchte handeln und ich möchte was verkaufen. Und zwar möchte ich die Armbrust verkaufen. Und ich möchte... Oh, das kann ich gar nicht verkaufen. Ich könnte das hier verkaufen. Das hier geht nicht. Ja, werde ich aber nicht verkaufen. So geldgeil bin ich dann doch nicht. Gut. So, dann werde ich mal noch kurz Kleidung, Gewänder.
Ich werde das hier wieder anziehen, weil das sieht meiner Meinung nach immer noch am besten aus. So, und dann werden wir jetzt erstmal hier hintergehen. Dann werde ich euch noch etwas weiteres zeigen, falls ihr es noch nicht kennt. So, jetzt laufen hier auch Wächter rum. Jetzt können wir nämlich auch an keinen Trainings mehr teilnehmen, also jetzt könnt ihr euch nicht nochmal benoten lassen. Und zwar seht ihr hier hinten eine Tür. Und zwar eine Dämonentür. Euer Weg ist dunkel. Nur Licht offenbart ihn. Und ihr seid nicht helle genug. Genau. Diese Dämonentüren sagen euch immer so ein Rätsel und oder was ihr tun müsst, und wenn ihr das dann getan habt, macht die Tür euch quasi den Weg frei. Also erst dann geht sie auf. Wir sind nicht helle genug. Das macht gar nichts, weil wir haben ja eine Lampe dabei. Euer Weg ist erleuchtet. Na sowas. Ihr seid draufgekommen. Ja. Und sie geht auf. Und wir gehen hinein. Die Geheimbibliothek. So, was finden wir hier? Eine Schatztruhe. Was ist da drin? Ein Lebenselixier. So, dann können wir hier noch die Bücherregale durchforsten. Wir haben ein Buch bekommen, Freundschaft schließen, ein Zauberbuch. Na komm. Boah, ich weiß nicht, warum ich heute so Probleme habe. Und wir haben Tätowierungen bekommen. So, und diese Tätowierungskarten